Hallöchen, willkommen zu einem neuen Part Devil May Cry 3. Wir nähern uns langsam an den Ende des Spiels. Wir sind in Mission 16 von 20. Und ja, wir müssen durch eine verschlossene Tür durch. Dafür brauchen wir zwei Gegenstände. Einen haben wir schon im letzten Part geholt. Und den anderen, den holen wir uns heute. Den haben wir, glaube ich, relativ schnell sogar in der Tasche, ne? Ich glaube, der ist sogar in diesem Raum schon. Oder? Vertue ich mich gerade total. Ich glaube, ich vertue mich. Was ich auch noch gar nicht gezeigt habe, was man mit Beomont auch machen kann. Wartet. Man, ja, okay. Gegen schnelle Gegner sollte ich das vielleicht nicht machen. Aber hier, wartet. Gegen den Dicken da hinten können wir das machen. Man kann hier seinen Schlag aufladen und BAM! Wenn ich treffen würde, wäre es sogar noch besser. Aber, ja, ich nutze dieses Feature nicht. Ich nutze sowieso kaum Beowulf, wie man vielleicht sieht. Rivion ist völlig ausreichend. Naja. Wenn man... Oh, wir haben den eigentlich Level 3 erreicht. Wurde auch mal Zeit. Jetzt können wir dreimal dashen. Das wird mein Leben sehr erleichtern. Ja. Wenn man auf S-Rang abzieht, dann sollte man das machen. Und ich bin hier falsch. Okay. Warum wurde dann die Tür abgesperrt? Sehr, sehr merkwürdig. Wir müssen in die andere Richtung. Hat mich das Spiel ausgetrickst. Hier rein. Okay, das könnte ein bisschen nervig werden. Da ist nämlich sehr gutes Timing vonnöten. So, wir müssen diese beiden Kugeln jetzt quasi ineinander schmeißen. Ja, da war ich schon wieder zu langsam. Komm jetzt! Ah! Aber jetzt! Geht doch. So, da haben wir doch das gute Ding, was wir brauchen. Oh, nicht ihr. Komm bitte auf deine scheiß Wand da raus, du kleiner Feigling. So. Okay, die waren jetzt sehr viel einfacher als die zu Beginn von Mission 15 zum Beispiel. Was aber auch daran liegt... Komm, wisst ihr was? Ich hab keine Lust. Was aber auch daran liegt, dass die Area ein bisschen freundlicher ist. So. Zweiten Schlüssel. Bitte rein. Und wir kommen durch. Oh, da ist so ein Dings. Zwei davon sogar. Mach die mal bitte weg, die könnten nervig werden.
Kann der eine von da ganz oben hier runterschießen? Sieht nicht so aus. Okay, dann habe ich meine Ruhe. Er war kurz davor, sich zurück zu verwandeln. So, und jetzt bist du dran. Wenn ich es schaffe, da hochzuspringen. Fies und Schein. Ja, aufpassen, dass ich die Dinger nicht zersäble. Ich habe, glaube ich, genau das gerade getan, was ich nicht machen wollte. Ich tue gerade die ganze Zeit pausenlos neue von diesen scheiß Geiern produzieren, weil ich mit dem Schwert daran zuschlage. Das ist nicht so ganz mein Ziel. So, jetzt sind die Schwertgegner weg. Jetzt kann ich mich auf euch konzentrieren. So. Warum sind das auf einmal zwei? Hat er sich dupliziert oder was? Alter. Geht doch. Jetzt sollte ich meine Ruhe haben. Fun Fact, man kann da runterfallen. Und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Dann seid ihr nämlich vollkommen woanders, wo ihr nicht sein wollt. Oh, verdammt. Oh, was wollen die denn hier? Ah, ich hasse die. Ich mach die Spinnen weg. Und dann kümmere dich um diese Drecksviecher. Oh, schnell die roten Orbs einsammeln, bevor die verschwinden. Was? Wo kommt die auf einmal weg? Ah, die anderen Viecher scheinen anscheinend weg zu sein. Oh, ein grüner Orb! Nice! Aber wenn hier nicht irgendwie eine Tür durchgebrochen ist, dann... Okay, der Raum hat sich stark verändert, seit wir Jester hier das erste Mal getroffen haben. Was haben wir da? Einen kleinen Lebenskraftstern. Können wir immer gut gebrauchen. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back. I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's
enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Ja, Bosskampf mit Lady. Ein bisschen anders als die normalen Bosskämpfe, weil Lady mit Fernkampfwaffen kämpft. Also die versteckt sich eigentlich hier die ganze Zeit und wir müssen die finden. Ich hab dich entdeckt. Oh, fuck. Ja, man kann die eigentlich am besten mit Stinger sich schnappen. Wie ist sie jetzt so schnell dahin gekommen? Ah, sie wehrt sich auch dementsprechend etwas. Als ob. Ja, und wenn man ihr zu dicht auf die Pelle rückt, dann verschwindet sie halt. Aber ist auch einer der eher leichteren Bosskämpfe. Ja, sie wehrt sich bloß. Und die Kamera ist oft in diesem Kampf der Feind. Aber eigentlich ist sie ziemlich gut machbar. Ja, die späteren Bosse, die sind alle so ein bisschen machbarer, weil am Anfang hat man halt noch ein bisschen weniger Lebensenergie. Und jetzt, nachdem man schon ein paar blaue Kugeln gesammelt haben, wird natürlich alles ein bisschen einfacher. Weil die grünen Lebenskraftsterne logischerweise mehr auffüllen, die gelben Kugeln wiederbeleben mehr und so weiter. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, so früh wie möglich blaue Kugeln zu kaufen. Weil das macht das Leben schon sehr viel einfacher. Da oben ist sie. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, der Kamera ist der größte Feind in diesem Kampf. Da ist sie. Wie kommt sie jetzt dahin? Wie gesagt, mit Stinger verfolgen, dann kriegt man sie einigermaßen. So, und da... Wer ist das? Wir laufen die ganze Zeit weg! Hallo, bleib mal stehen. Nix ist over. Das war gar nicht schlecht, da haben wir uns so gut in die Ecke getrieben. So, wo ist sie? Da unten, ne? Ah, jetzt ist sie doch relativ weit weg. Und verarscht mich. Hallo, bleib mal stehen! Da unten ist er.
So, ich hab sie. Started with my father, sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter, too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Wait. Trust me. I'll make things right for you. That's what my soul is telling me to do. Use this. How much is it gonna cost me? You can give me your name. Dante. Dante. Please. Free my father. I will, lady. Ja, neue Waffe. Die letzte, die wir, glaube ich, ins Spiel bekommen. Und jetzt nähern wir uns, glaube ich, so schon ziemlich der Spitze des Turms. Oh, fuck. Da muss ich hin. Er stinkt wieder nach Beeren. Aber jetzt kriege ich einen gewissen Boss-Bonus. Jetzt hält er sich für den Größten, weil er ein Schwert hat. Den Zahn werden wir ihn ziehen. Wie viel Orbs habe ich? 23.000. Ich glaube, ich spare auf eine blaue Kugel. Ist ja nur eine, ne? Ne, ich kann mir noch zwei kaufen. Die andere kostet dann wahrscheinlich 40.000. Ah,
da oben ist doch was. Und der nächste Lebenskraftstern. Ja, langsam habe ich mich mit denen zugedeckt. Aber das sind alles kleine, die ich bekommen habe, ne? Ja. Den großen habe ich nur einen. Okay. Die kleinen machen natürlich nicht so viel. Da ist die Wand durchbrochen. Gehen wir mal da lang. Okay. Hier sind die Gegner unbesiegbar. Das ist schlecht. So, jetzt seid ihr besiegbar. Und wir hauen mal gleich den Teufelmodus raus, damit ich euch so schnell wie möglich loswerde. Auch wenn ich glaube, dass es mehrere Wellen gibt. Okay. Okay, die Bahn ist wieder. Der kann sich teleportieren, das ist ein bisschen scheiße. Ich hoffe, er lässt mich in Ruhe das Ding hier betätigen. Ja, gerade so. Nein, verschwinde hier! Komm, wir machen Teufelsmodus, wir müssen das beschleunigen. Ich habe keinen Bock, gleich nochmal die Räder zu betätigen. Oh, es ist schon zu spät, ey. Oder? Ja. Lass mich das in Ruhe betätigen. Alter. Geh jetzt endlich down. Geht doch. So. Wie? Hier ist sonst nichts? Oh, ist das eine Sackgasse? Dann muss ich doch hier lang. Oh, ja, das sieht etwas anders aus. Okay, durch die Tür muss ich. Komme ich da lebend an? Mit Doppeldash sollte das gehen. Mit Doppeldash und Trickster. Ah, warte, Moment. Oh, das sind viele Flammen. Ich glaube nicht, dass ich das ohne Swap Master hinkriege. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vergesst es. Brauche ich gar nicht erst ausprobieren. Ohne Swap Master ist da nichts zu machen. Ah, ah, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Hä? Wo ist er? Da. Ah! Das Vieh ist mit ihrer Teleportation so nervig, ne? Was ist das? Nee, da ist noch einer.
Okay. Wir nähern uns, glaube ich, langsam den Turm. Hä? Hier ist nur ein blaues Fragment. Ah, wartet. Ich muss in den einen Raum höher. Hier in den... In den Raum hier muss ich höher. Okay, vorsichtig. Nein, ich bin ganz runtergefallen! Ich bin nur auf der ersten Etage. Wir müssen in die zweite Etage. Ich wollte gerade sagen, da muss doch hier irgendwas sein, womit ich höher komme. So, jetzt bin ich da, wo ich eben war. So, klack. Kamera, sei mal bitte nicht ganz so scheiße. Oh Gott. Alter. Ja, nee, ist klar. Oh, der Doppelsprung, der fuckt mich manchmal ab. Weil er dann so einen weiten Jump macht. So wie da hat er mich gerade in den Arsch gerettet, aber manchmal macht er so einen riesigen Jump. So. Ich drehe mal die Kamera. So. So, da muss ich hin. Chester? Ernsthaft? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Naja, Leute, wir sind am Ende. Wir gucken uns das im nächsten Part an. Bis zum nächsten Mal und ciao.